Ja, hallo zusammen, ist der Fluxkommen und Dr. 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und hier haben wir den Maxus DE aus dem Clan D-O-B-B-Y-Dobby mit ihr 6, ja, Stalins Erbe hier. Ja, auf der Map Geisterstadt im Osten gestartet, rein das 8er Gefecht, da hat er Glück mit dem E6 oder mit der E6, wie man es auch will. Ja, ja, und hier haben wir hier 7 Heavys, 3 mittlerer Panzer, 4 TDs, ein Light. Munitionsverteilung hat er hier 32 mal Premium-Munition APCR, ne? Und 5 mal HE. Ja, die APCR hat 225 Durchschlag und 390 Damage. Kleines Medkit, kleines Redkit und verbesserte Ration. Ja, er hat dieses Replay in der World of Tanks Facebook-Gruppe gepostet. Und ich habe mir das stibitzt. Na, sieht man ja nicht so oft, ihr 6 hier im Gefecht. Und ist eine schöne Runde. Und da sage ich mir, ach, mache ich mal ein Video von. So, ist er gerade am Löwen abgeprallt. Zieht sich ein bisschen zurück. So, Löwe kommt um eine Ecke. Kann er penetrieren. 432 erstmal zur Begrüßung. Wo haben wir noch T32, glaube ich, habe ich da gesehen gerade. Ja. Obwohl. Kann man auch erstmal 385 reinpumpen. Oder abknabbern. So, gibt's Schlagabtausch. Jawohl. Zweiter Treffer für ihn. Und der T32 prallt ab. Okay. Also hat der Trade sich schon gelohnt. Und der dritte Treffer folgt dazu. Ah, T32 mag nicht mehr. Ja. Hat er die Kette getroffen? Ist nicht durchschlagen. T32 hat auch die Kette getroffen. Jetzt die Unterwanne und dann hat er den T32 rausgenommen. Erster Kill. Emil 1 haben wir da noch. Ja, kannst den Turm gerne nochmal drehen. Ah, nimmt er lieber das erste Kettenrad. Oh, Emil 1 schießt in die Kette. Penetriert aber nicht. So, wir sind mal 2360 Damage schon. Jizor. Da ist der Löwe. Oh. Ja, da wollte er einen kleinen Schnappschuss machen auf den Löwen. Aber der Löwe hat gleich geantwortet. Und er kann den Löwen nochmal penetrieren. Wir sind bei 3144 Damage. Ah, da wollte er die Capola treffen. So genau ist er doch nicht die Kanone. Ist ja auch eine Diva, typisch russische Kanone. Ja, und auf die E6 hat er 2 Gunmarks drauf, 2 Sternchen schon. Ich schätze wohl, ist auf dem Weg zur Richtung 3. Gunmark. Kann ich mir mal so vorstellen. Ne? Ja, Fluttanks repariert er nicht. Oh, hier. T34-3. Schön in die Seite nochmal. So, hier ist der Jizor. Jawohl. Beim Wegfahren ins Heck geschossen. 64 HP bleiben dem Jizor stehen. 7:2 steht das Gefecht mittlerweile. 4000 Damage. Rund, kann man mal sagen. Oh, hier sind... Na, Cameron Action X. Nicht, ich wollte Centurion sagen, Cameron Action X. Hab schnell noch gestoppt. Der übrigens zweimal abprallt. So, die Su 130 PM. Jawohl, 424. Das ist lecker. Ah, 9 Schuss kommt da nicht hinterher. Reloadzeit. 9,2 Sekunden. Wir können gleich mal nach der... Ja, da gab es einen Treffer hier auf IS, von der IS-3. Dafür kann er Emil 1 rausnehmen. Zweiter Kill. So, 503... da kriegt er noch eine geschmörgelt. Von der IS-3.
Und zack, raus. IS-3 rausgenommen, dritter Kill. 12 zu 3. Wir können jetzt mal nach der Mission mal gucken. Das ist schwerer Panzer 12, gut gepanzert in Richtung T55A. So, wird nachträglich ein Zug gebildet mit dem Löwen. Ja, das ist der Bezo K. So war aus dem Clan TC-G mit dem Löwen. Okay. Also 8er Premium Heavy der Deutschen. Er bedient ja die I6 oder den I6. Das ist 8er Premium der Rosenfraktion. Beides Panzer. Ja, das ist die Runde zu Ende. Ich wollte gerade noch was sagen. Und dann sehen wir uns in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja. Old but gold. Ja. Das wollte ich nämlich gerade sagen. I6 und der Löwe sind ja Urgesteine des WOTs. Ja, und I6 sieht man eigentlich eher selten. Ja. Und da haben wir hier das Panzer. Und da haben wir hier Dual-Landkämpfer, Wirkungsfeuer, Shellproof, hier Möckelbockenschaden als Hitpoint. 299.322 Credits, dann XP kommen wir später zu, Waffenbrüder für den nachträglich gebildeten Zug, macht ja jeder so, dann haben wir die Stahlwand und das Großkaliber, dann gehen wir in Teamscore, 5017 Damage, 4 Kills, 1576 Basis-XP und dann guckt man natürlich auch auf den Zugpartner hin, hier den BZK, so war, ne, mit dem Löwen, 1256 Damage, 3 Kills und 1009 Basis-XP, gehen wir in den Report rein. 19 Mal geschossen mit E6, 17 Mal getroffen, 14 Mal durchschlagen, 505 Damage über 300 Meter, 1740 geblockt und dann haben wir hier 586 Aufklärungsunterstützungsschaden weiterer Mitspieler, 1,45 Kilometer gefahren. Und dafür gab es 93.032 Credits, dann persönlichen Reservenbonus und einen aktivierten Missionsbonus. Hier 90.000 macht irgendwie 299.322 abzüglich Repair. Munition, die natürlich nicht billig ist, einmal Ration abgezogen bleiben, aber immerhin durch den Sieg 181.496 Credits. Über das Ganze in fast 6 Minuten nur, ne? 5.000 Schaden in 6 Minuten mit der IS-6, na, nicht schlecht. Und dann haben wir die Basis-XP von 1576 mal 2 für den ersten Tagessieg. Und dann hier Bonus fürs Premium-Fahrzeug 236, macht 4964 XP und 238 freie Erfahrung. Ja, schick, schick. Nette Runde mit der IS-6. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihm gefällt das Video. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.